Was ist Theater für mich? Was ist Theater für mich? Es ist auf jeden Fall schwer zu sagen. Eigentlich alles. Ich habe Theater schon immer geliebt, schon ja, seit ich denken kann. Man könnte sagen, dass ich irgendwie durch das Theater Freunde fürs Leben gefunden habe. Schatz, ist es nicht außergewöhnlich? Die Welt ist voll von so vielen Möglichkeiten. Jedes lebende Wesen erlebt sie auf eine ganz eigene Weise. Die Bilder, die sie sehen, die Geräusche, die sie hören, die Leben, die sie leben, sind so kompliziert und so simpel. Ich kann es kaum erwarten, dass du zu ihnen stehst. Nach so einer langen Zeit traf uns beide schließlich die Erkenntnis, dass er mehr ich war als ich selbst. Und selbst nach jedem verkrümmten Weg und jedem steilen Berg, den das Leben uns vor die Füße setzte, war seine Arbeit getan. Er würde für immer mein Bruder und Freund, mein Vater und Sohn, mein Ehemann und meine Affäre. Ich selbst sein. Mein Schatz, wir können nicht beide existieren. Aber ich werde ein Teil von dir sein. Und ich möchte, dass du weißt, dass in jedem Moment, in dem du dich liebst, das bin ich, wie ich dich liebe und wie ich es liebe, du zu sein. Denn du wirst etwas Außergewöhnliches sein. In den paar Wochen, da wir uns kannten, hatten sich unsere Leben kaum berührt und doch hatten wir zusammen einen Zustand, ein gemeinsames Gefühl erreicht, wo die Zeit stillsteht und der Himmel in Verlangen nach der Erde greift und jedem ein Stück davon gibt, was ihm von Geburt an zusteht. Du wirst ein Mensch sein. Pass auf sie auf für mich, ja? Du und ich hatten etwas Einmaliges. Wir haben die Sterne berührt. Weil Theater an sich oder Theaterspielen schon so lange irgendwie ein Teil meines Lebens ist. Ich habe Theater schon immer geliebt, schon, ja, seit ich denken kann. Ich stehe auf der Bühne, seit ich 4, 5 Jahre alt bin. Ich habe in der Musical AG in der Grundschule angefangen, habe dann im Gymnasium ein paar Jahre aufgehört und bin in der 9. Klasse wieder dazugekommen. Ich war schon immer kreativ und habe Bücher und Filme geliebt und wollte das selber machen, wollte selber Geschichten erzählen, wollte selber die Charaktere aus diesen Geschichten sein, die mich so begeistert haben. Irgendwie hat das Theater mich und so viele Leute zusammengebracht, mit denen ich auch immer noch zu tun habe. Also wirklich Leute, die mir auch sehr viel bedeuten. Und im Theater kann man alle seine Emotionen und wahren Gefühle einfach komplett ausleben, alles rauslassen, was man in sich hat. Ohne dass man sich dafür schämen muss. Ich denke, die zweite Sache ist auch, dass ich solche Ansprachen halten kann und dabei ernst bleiben kann. Theater hat mir schon immer in meiner persönlichen Entwicklung geholfen. Ich will Theater mein Leben lang machen. Egal wie, egal in welcher Form. Und ich bin sicher, dass ich es auch immer lieben werde.